Ist das hier unten auch noch? Ah, das hier unten gehört auch noch zu Makedonien. Das hier. Damit sind wir bei Stufe 4 angekommen. Können wir jetzt nicht noch eine Entscheidung machen? Irgendwas war doch da. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas zu bauen gewesen. Das ist jetzt nicht mehr sichtbar. Ist dann die Norm. 150 Ägypter und Seleukiden. Die kann sein, dass die kommen. Das kann sein, ja. Das kann sein. Unterhaltskosten verringert für die Armeen. Versorgungslimit plus 10 oder Piratenauftauchwahrscheinlichkeit minus 10%. Ist jetzt auch nicht alles so toll. Flottenmoralerholung. Ich nehme das mit dem Versorgungslimit. Wenn wir hier durchmarschieren. Gut, dann sind wir soweit. Machen wir jetzt einfach kurz Prozess. Wenn es nicht funktioniert, dann werde ich gegen die anderen Krieg führen. Björn Schmidt, vielen Dank für dein Abo auf YouTube. Ich denke mal, du bist nicht im Stream. Krieg erklären. Senat ist mit dabei. Eroberung von, jetzt wenn wir hier unten anfangen, Ätolien. Ätolien haben wir natürlich wieder keinen Anspruch. Natürlich. Thessalie hätten wir Anspruch. Dann macht Thessalie am meisten Sinn, wenn wir anfangen, von unten alles zu belagern. Ja, Thessalie. Seleukidenreich übernimmt auch den... Die Führung. Oh shit. Baktrien kommt ja auch noch mit. Oh Gott, oh Gott. Seleukidenreich übernimmt die Führung und nimmt Baktrien mit, wo auch immer das ist. Wahrscheinlich was ganz Kleines. Baktrien da oben. Ist egal, wir probieren es. 26.000. Das geht schon. Wie viel kosten diese... Söldner, 14. Die kosten 18. Wenn wir die relativ schnell verheizen oder so. Okay. Wir probieren es einfach. Ist ja wurscht. Thessalie. Wollen wir uns gleich hier... Ah, hier komme ich nicht rein zu der Hauptstadt. Ach, hier ist unpassierbar. Ja, dann rücken wir mal vor. Wir rücken mal mit den 20 hier rein und mit den 10 hier rein. Mit den 10 hier runter. Und schauen mal, was passiert. Es geht schon. Ja, vielleicht müssen wir einfach wirklich nur schnell genug sein. Und die anderen ein bisschen im Auge behalten. Ist hier... Sie sind auch im Krieg? Achso, mit uns, ja. Und Halikarnassus. Hier unten, hier oben. Lauter so kleine Städte. So, hier sind 5000. Ist überhaupt kein Problem für uns. Oh, hier sind 17.000. Ist ein bisschen ein Problem für uns. Wir rücken gleich nochmal mit 10.000 nach. Moment, jetzt greifen. Ich bin etwas verwirrt, wer hier wen angreift. Wir hauen einfach mal alle hier rein. Können wir hier einfach stehen bleiben? Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ah, jetzt überlegt er sich's wieder anders. Jetzt aber überhaupt kein Problem.
guck dir das an, wie wir ihn hier niederwalzen. Wir bleiben hier stehen. Genauso mit euch. Ihr dreht wieder um. Eine weitere Erfindung ist möglich. Belagerungsfähigkeit plus 5%. Sehr schön. Genau das, was wir aktuell brauchen. Minus 35%. Hier hat er 10 Schiffe drin, die nicht raus können, weil wir hier stehen. Selbstbewusst. Mit stolzer Brust. Und hier unten. Ich denke mal, ich würde die Schiffe jetzt auch nicht sehen, wenn die hier rumfahren. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn, wenn ich hier runter schaue. Leider noch keine Straßen bauen. Nee, das geht leider noch nicht. Dafür fehlen uns hier die Militärmachpunkte noch. Wir brauchen 1200. Dann könnten wir das machen. Aber aktuell leider noch nicht. Hol dir die Provinz. Hol dir die Provinz. Hier oben sammelt er schon wieder. 12,5. Ein paar kleine Einheiten noch. Der muss doch ewig brauchen, bis der von hier rüberläuft. Der braucht doch bestimmt 3 Jahre, bis er hier ankommt. Und in der Zeit haben wir doch schon bestimmt ganz viel eingenommen. Es sei denn, er fährt irgendwie mit dem Schiff. Aber das Seeleukidenreich hat ja auch keine Schiffe. 16 Schiffe. Die kommen doch hier gar nicht durch. Sollen die denn hinfahren? Die kommen hier nicht durch. Oh, schon 7%. Hurtig-hurtig sind wir unterwegs. Das freut den Cäsar. Ich weiß nicht, wo er hinläuft jetzt. Richtung Norden irgendwo. Vielleicht hier dann rein oder so. Ich hoffe, er gibt ihm keine Durchmarschrechte. Kann ich das nachschauen bei dir? Keine Durchmarschrechte für Makedonien. Genau so soll es sein. Wohlhabender Gönner. Wieder einer, der einen Tempel aufbauen möchte. Ja. Von mir aus. Belagerung ist durch. So, jetzt kommen 28 runter. Das heißt, wir sammeln uns hier. Verstecken uns hinter dem Gebirge mit unseren 20.000. Ja, wobei, wir bekommen dann hier ein bisschen Zermürbung. Wir haben eh keine Truppenreserve. Wir bleiben mal mit 10 hier stehen. Und schmeißen dann alles hier Richtung Taumakoi. Wenn er dann hier von oben runterkommt. Eigentlich können wir gleich hier. Sind das jetzt 2 separate Einheiten? Sind die so dezimiert worden? Ha. Die sind offenbar so dezimiert worden, dass die ausschauen wie eine Einheit. Wir haben hier oben statt Larissa Tesselei. Das ist eigentlich die, die wir brauchen. Das ist die, die wir brauchen für unser Kriegsziel. So, und jetzt müssen wir hier schnell handeln, weil er hier schon aufmarschiert und bestimmt die 6.000 dann angreifen will. 2.000 kommen von hier unten, das ist okay. Aber ansonsten sieht es noch gut aus. Ich würde gern die Söldner auch noch anheuern, Mensch.
Einfach so zur Gewissheit. Ich nehme die mit. Wir holen die noch nach. Damit er weiß, was gespielt ist. So, jetzt greift er den hier an. Können wir noch fliehen? Nein, können wir nicht. Wir müssen hier rein. Jetzt habe ich natürlich den größtmöglichen Umweg gewählt. Ah, der Hund. Der ist aber auch schlau. Am 14. September, das reicht halt auch nicht. Weil er jetzt auch ewig lang braucht, weil er hier rüber muss noch. Er hat gewartet, bis hier das Schlosssymbol ist. Shit. Das war gut. Das war gut. Oh! Was ist denn hier los? Okay, also wir haben auf alle Fälle den Malus. Er hat einen Vorteil. 4% zwar nur, aber trotzdem. Wir haben um einiges mehr Disziplin. Wir haben relativ... Ah, wir haben relativ wenig schwere Infanterie. Er hat viel schwere Infanterie. Aber wieso verliert er denn jetzt hier? Es sei denn, die schwere Infanterie kommt jetzt noch. Wir haben einen neuen Herrscher. Aber wir kommen offenbar rechtzeitig noch rein. Ja. Sehr schön. Aber es hat wehgetan. Es hat sehr wehgetan jetzt. So, dann stellen wir uns mal hier ein bisschen auf. Die nächste Festung ist hier oben. Hoi, der Witzka, nochmal 18.000. Mann. Jetzt will er es aber wissen hier. Der hat sich doch bestimmt auch Söldner gekauft. Mach mal Stufe 3 hier Geschwindigkeit. Wer läuft denn jetzt hier hoch? Kann nicht sein. Jetzt läuft hier... Ah, jetzt läuft hier... Jetzt laufen die hier hoch. Können wir die hier noch mitnehmen? Wir erwischen ihn noch. Wir brauchen auf alle Fälle die Söldner. Mit dem makedonischen Burschen zu Boden. Er hat schon unglaublich viele Einheiten. Ich glaube, der hat hier jede Menge Söldner gekauft. Ich bin versucht, diese Söldner hier noch mir anzuwerben. Also, wenn wir schon Geld ausgeben, dann... Pff. Nicht länger wird Lucius Iulius Libo als Mann des Nichtstuns bekannt sein. Alle Völker, Freunde und Feinde sollten den Namen von Lucius dem Eroberer loben. Er erhält Eroberer. Belagerungsfähigkeit 10% mehr. So, jetzt lass mich mal hier drinnen stehen, mein Lieber. Damit wir diese Hauptstadt uns anschauen können. Etwas näher. Er lässt einfach nicht locker, ne? Er lässt einfach nicht locker. Kommt er schon wieder hier rein? Okay, dann machen wir das auf die harte Tour. Wir werden ihn einfach jetzt niederreißen. Mit unseren Einheiten. Die 26 holen sich gleich mal die 6000 hier unten, die er meint, zurückbelagern zu müssen. Dann gehen wir gleich Richtung Burg hier hoch.
machen einfach keine Kompromisse jetzt. Ist einfach Quatsch hier. Wobei die 7000 bleiben erstmal hier stehen. 34 gehen nach Norden. Das reicht erstmal. 26 kommen hier unten noch. Die kümmern sich um die Belagerer hier unten. Stehe ich muss hier. Vor allem, wenn die KI immer mit so kleinen Futzeleinheiten daherkommt. Das macht mich irre. Der gelbe Strich ist die Moral, ja. Genauso ist es. Dann holen wir uns nämlich die 6000 auch nochmal. Ah, genau, der wartet nämlich schon hier oben bei der Festung auf uns. Die 33 werden wir uns nicht holen können. Aber eventuell können wir die komplett vernichten. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe mit 29 gegen 33, das könnte funktionieren. Vor allem, weil er jetzt noch keine Moral hat. Ich kann leider nicht rüberlaufen. Wird aber jetzt natürlich ein bisschen... Boah. Oh, hier ist gar keine Festung. Impella. Ist doch eigentlich eine Festung. Ah, weil es die Hauptstadt von Makedonien ist. Das heißt, die haben wir relativ schnell eingenommen. Wenn ich hier die 7400 noch hochbringe. Ich würde mich halt ungern jetzt hier so reinstellen mit allen Einheiten. Aber ich kann hier relativ wenig. Habe hier relativ wenig Freigang. Wir probieren es mal. Wir stellen uns rein. Er wird jetzt seine Truppen wieder auffüllen. Aber hoffentlich braucht er etwas, bis die Moral noch hier voll ist. Lockert den Geldbeutel. Dass der Tempel renovierungsbedürftig ist. 314. Nee, für das habe ich jetzt keine Kohle. So, hier unten ist die Belagerung. Ah, was hat, jetzt hat er die wieder hier einfach gehen lassen. Links liegen lassen. Wir bringen dich hier hoch. Ich würde die ja schon noch ganz gern holen. 6000 hier. Ah, ich erwische dich nicht mehr. 15. April, 28. Okay, also wir gehen erstmal hier hoch. Er marschiert jetzt hier runter. Will wahrscheinlich die 8000 abfangen, könnte ich mir vorstellen. Bin mir nicht sicher, wo er hinläuft. Elimia. Hier rein. Er läuft hier rein und wahrscheinlich dann hier rüber. Aber in der Zwischenzeit müssen wir hier mit dem schon weg sein. Wir könnten jetzt hier außen rumlaufen, oder? Geht das? Dass wir nicht quer hier durchlaufen. Weiß nicht, was er hier mit den 11.000 macht. Die haben halt auch keine Moral aktuell. Ich kann hier reinlaufen Richtung Elima. Vielleicht erwische ich ihn mit meinen Söldnern. Wäre natürlich grandios, wenn er keine Moral hat und alleine wäre. Wir bleiben mal hier stehen. Wir haben ein Gewicht von 30 und Versorgungslimit von 31. Sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie hier runter will und eventuell zurückbelagern. Ansonsten feindliche Einheiten irgendwo? Bisher nein. Ich denke mal, wenn wir die Hauptstadt eingenommen haben, dann haben wir schon ein bisschen besseren Kriegsstand.
Ich hätte auch jetzt schon gehofft, dass wir schon im Plus wären. Okay, aufpassen. Die werden wir uns jetzt hier nicht holen. Wir halten unsere Einheiten zusammen. Und kümmern uns erstmal um die Hauptstadt. Nochmal Belagerungsingenieure, damit es noch schneller geht mit der Belagerung. Komme ich mit euch eigentlich hier runter, nur über unser Schiff? Ah, das wird natürlich schwierig, wenn die jetzt angegriffen werden, die 22.000. Weiß nicht, wo er jetzt hinläuft. Also hier ist offenbar... Oh, da ist er. Wenn ich dich jetzt angreifen würde, nur mal theoretisch, hätte ich da eine gute Chance. Wir hätten eine Chance. Wir machen das. Wir holen uns die 23.000 hier. Höhere Moral wie ihre. Bessere Qualität wie ihre. Ich riskiere es. Richtig blöd natürlich, wenn jetzt die Verstärkungseinheit kommt. Stammesvorschlag. Rom erhält ein bisschen Gold und Meinung. Okay. Ah, shit. Jetzt kommt die doch noch. Jetzt kommt die natürlich doch noch. Er kommt an am 10. August. Vielleicht sind wir vorher fertig, aber dadurch haben wir so wenig Moral. Das wird schwierig. Wir haben den ersten Kampf gewonnen und müssen jetzt gleich nochmal gegen die 12.000 kämpfen. Wie sieht's aus? Keine Boni, keine Mali. Wir haben mehr Disziplin. Wir haben auch mehr an schwerer Infanterie. Also eigentlich sollte das noch mit der Armee zu gewinnen sein. Wir bekommen nochmal hier die Verstärkung rein. Auch nochmal gut. Auf geht's, jawohl. Sehr gut. Okay. Erstmal alles gut. Die 12.000. Also er ist erstmal geschlagen. Ich werde hier mal Thessalie einnehmen. Die Stadt. Damit wir das Kriegsziel bekommen. Hier sind wir bei 14.000 aktuell. Wir haben noch 10.000 an Rekrutenreserve. Also ohne, dass jetzt irgendwie andere Kriegsbeteiligte kommen, ich sehe immer noch keine, läuft es einigermaßen gut. Hier unten kommen nochmal die 6.000 von Makedonien, die wahrscheinlich hier reinlaufen zum Zurückbelagern. Und die können wir uns dann auch gleich noch kümmern. Wie viel hat er denn noch? Er hat keine Rekrutenreserve mehr. Er hat aber 66 Kohorten noch. Wo hat er denn die versteckt? What the hell? Wo hat er denn 66 Kohorten versteckt? Ich denke mal, das ist die Zahl, die er insgesamt hat. Das ist nicht die aktuelle Anzahl. Ne? So wie bei uns jetzt hier. Dass wir 10 Kohorten haben, aber eigentlich wirklich nur 6.300. Und genauso wird es bei ihm auch sein. Sind erstaunlich gut noch in der Bilanz. Sind hier irgendwo noch Söldner? Zufällig in der Nähe? Leider nicht. Ah, schade. Einen Stack hätte man noch gebrauchen können. Einer wäre vielleicht noch ganz gut. So, wir belagern hier. Er dreht wieder um. Wieso wir hier... Achso, wir haben Verschleiß wegen der Belagerung. Das ist okay. Oh, Belagerung mit 28% gewonnen. Aber hat gar nichts gebracht irgendwie vom Kriegsstand jetzt. Das ist natürlich etwas komisch.
und enttäuscht auch etwas.